Hallo zusammen. Was wir gar noch nicht angeschaut haben, das ist der Wallet-Modus. Wallet ist in der Schweiz nicht so bekannt, in Amerika schon. Dort fährt man irgendwo zum Beispiel vor ein Hotel an, steigt aus und der eine vom Hotel übernimmt dann mehr oder weniger das Auto und geht dann das irgendwo parkieren. Und das Gleiche, wenn man dann wieder abreisen will, dann geht einer vom Hotel das Auto irgendwo holen, wo es dann auch immer parkiert ist, in der Tiefgarage oder so, und fährt dann beim Hotel vor. Und für das gibt es den Wallet-Modus. Ich habe da mal geschaut, im Menü drin. Man hat ja die Handy-App und unter Fahrzeug kann man da verschiedenste Sachen einstellen. Das ist zum Beispiel der Wächter-Modus kann man aktivieren. Oder auch die Tempobegrenzung kann man aktivieren. Und das Gleiche kann man auch hier im Menü unter Sicherheit. Haben wir hier die Tempobegrenzung, die man aktivieren kann. Die habe ich meistens aktiviert. Und den Wächtermodus, wo man die ein- und ausschalten kann. Das Gleiche kann man auch hier oben, Wächtermodus ein- und ausschalten. Wenn ich jetzt hier oben drücke, ist er aktiv. Und da kann man einfach generell ein- oder ausschalten. Genau, das ist alles da in im Menü zu finden. Was aber nur auf dem Handy zu finden ist, das ist der Wallet-Modus. Und den kann ich da auf dem Handy aktivieren. Und was jetzt passiert ist, jetzt hat er diverse Sachen deaktiviert. Weil man will ja zum Beispiel nicht, dass derjenige vom Hotel da kann irgendwelche Fahrzeugprofile wechseln kann. Das Einzige, was kommt, man kann den PIN eingeben und dann ist der Wallet-Modus wieder deaktiviert. Gleichzeitig will man vielleicht auch nicht, dass er da die Wertgegenstände im Handschuhfach reinkommt. Und wie ihr seht, Handschuhfach finito, gesperrt. Da kommt man also nicht mehr dran, außer mit einem fetten Schraubenzieher. Was ich weiterhin kann, ich kann hinten den Deckel, den Kofferraumdeckel öffnen. Laden kann ich auch noch, Ladeklappe öffnen und so weiter, das geht auch noch. Was ich aber nicht kann öffnen, ist der Frunk vorne. Das heisst, ich kann jetzt meine Handtasche oder sonstige Wertgegenstände kann ich eigentlich vorne in den Frunk rein tun. Und die sind dann geschützt, der kommt also nicht da hin. Wir haben noch weitere Sachen, die gesperrt sind. Alles wollte ich jetzt nicht erklären, aber es ist sicher noch so ein Telefon, Bluetooth-Sachen, wo er nicht dran kommt. Mal, mein Telefon sieht er zwar, aber genau, die ganzen Kontakte und so weiter, was man sonst noch hat. Kalender ist Zugriff deaktiviert. Und komischerweise sehe ich jetzt hier alle Kontakte, aber das ist, weil mein Handy jetzt in der Nähe ist, sonst würde man das auch nicht sehen. Ja, was auch noch ist, wenn ich dann fahre im Wallet-Modus, ist die Geschwindigkeit begrenzt. Jetzt ist noch der Kofferraum offen. Ja, was auch noch ist, die Geschwindigkeit ist begrenzt. Man sieht, jetzt hat er keinen Chill-Mode drin, also keinen Lässig-Modus. Jetzt ist er auf Wallet. Und die ganze Leistung ist reduziert. Und er kann Maximum 113 Stundenkilometer fahren, nicht mehr. Leistung fühlt sich also ein bisschen an wie im Lässig-Modus, würde ich jetzt sagen. So im ersten Feeling. Ja, Power hat er also genug, würde ich sagen.
Autopilot. Kann ich den echt aktivieren? Mal schauen, ob, das, ob man den Autopilot kann aktivieren kann. Also die Heim- und die Arbeitsadresse, die man erfasst hat, die ist auch nicht verfügbar. Das heisst, im Navi ist eigentlich die ganze Navigation ist ausgeschaltet, komischerweise. Und Autopilot. Tempomat, also der adaptive Tempomat, ist auch nicht verfügbar. Beschleunigung ist, würde ich sagen, okay. Ja, sonst Homelink-Sachen sind auch noch deaktiviert. Ja, das war es ungefähr. 113. Ja. Die Frage ist, ob ich den Wert am Fahren jetzt deaktivieren kann. Jetzt muss ich schnell hier. Also ich kann den Wallet-Modus während dem Fahren kann ich den deaktivieren und habe jetzt auch den Autopilot wieder und kann wieder navigieren. Ja, das war es vom Wallet-Modus aus der Luna. Peace.